Herzlich willkommen erstmal. Mein Name ist Lenz Grimmer. Es ist schön, mal wieder auf der Foscon zu sein. Ich bin ja doch eigentlich fast auf jeder bisher gewesen, habe immer wieder viel Spaß hier. Dieses Mal möchte ich euch was über das Open Source Storage Management Projekt OpenAttic erzählen. Das wird gesponsert von der Firma IT Novum, für die ich seit etwas über einem Jahr arbeite und bin dort als Teamlead für die Entwicklung mitverantwortlich. Interessanterweise gab es zu OpenAttic vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren schon mal einen Vortrag auf der Foscon von meinem Vorgänger. Ich werde auch mal ein bisschen darauf eingehen, was sich seitdem so getan hat, was sich geändert hat, insbesondere seit unserem letzten Auftritt hier. Generell, wo OpenAttic momentan steht, was wir so auf dem Zettel haben, wo die Reise hingeht, was an Funktionalität verfügbar ist, um da mal so einen Überblick zu geben. Ganz grob gesprochen, ich komme gleich nochmal im Detail drauf, ist OpenAttic eine Software, mit der man auf Basis eines Linux-Systems Storage managen kann, also den verfügbaren Speicherplatz auf den Platten in irgendeiner Art und Weise Clients zur Verfügung stellen kann, nicht mehr und nicht weniger. Unsere Vision dahinter ist im Endeffekt, dass wir eine Alternative geben wollen zu ja, etablierten proprietären Storage-Systemen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Herstellern, die stellen einem einen Riesenschrank in sein Rechenzentrum mit vielen Festplatten. Und das ist meistens ein ziemlich abgeschlossenes System. Man weiß nicht so genau, was da im Hintergrund werkelt. Und man ist auch, was die Lizenzierung und die Preise angeht, natürlich sehr abhängig von dem Hersteller. Oft ist es halt so, dass die Erweiterung von Speicherplatz oder bestimmte Features halt erstmal erfordern, dass man den Geldbeutel aufmacht, um diese Features freizuschalten. Und wir wollen eben eine Open-Source-Lösung dazu anbieten, die all diese Funktionalität out of the box bietet, ohne dass man irgendwie Geld einwerfen muss. Der Fokus hier ist wirklich sehr stark auf etwas, was sich Unified Storage nennt. Also ein System, was den verfügbaren Speicherplatz über verschiedene Speicherprotokolle zur Verfügung stellt. Es gibt da so 2 große Kategorien. Das eine sind die Network-Attached Storage, auch NAS genannt. Da kommt üblicherweise NFS oder SMB, SIFS zum Einsatz, um halt eben auf Dateibasis Clients im Netzwerk eine Möglichkeit zu geben, Dateien zu speichern und wieder abzurufen über ein geteiltes Medium. Eine andere Kategorie sind, was man Storage Area Networks nennt oder auch SANs. Hier geht es mehr um blockbasierte Protokolle, wo ich also nicht Dateien hin und her schiebe, sondern es meist auf Client-Seite so aussieht, dass das Volume, was ich von diesem Server beziehe, wie eine virtuelle Festplatte oder ein virtuelles Blockgerät, als Gerät in meinem Server auf meiner lokalen Maschine erscheint, auf das ich dann ein Dateisystem drauf machen kann. Und in das lege ich dann meine Dateien an. Aber auf der Backend-Seite im Storage-System habe ich im Endeffekt nur einen großen Binärblock, der halt eben diesem Platten-Image entspricht. Und ich kann eigentlich gar nicht sehen, was da im konkreten Fall abgelegt wird an Daten. Das ist das, wo OpenAttic herkommt und worum es auch vor eben 3, 4 Jahren ging. So die Idee, wir haben da ein großes Storage-System und wollen jetzt eine Open-Source-Alternative dazu schaffen. Das heißt, es ging darum, ich nehme einen x-beliebigen x86-Server, schiebe möglichst viele Festplatten da rein, installiere ein Linux meiner Wahl, installiere OpenAttic on top und kann dann über OpenAttic den Storage verwalten. Ich kann meine Shares und Volumes anlegen. Ich habe Monitoring und damit ist gut. Recht früh kam auch hinzu, dass ich, um zum Beispiel Redundanz zu haben oder auch wenn die Load von einer einzelnen Maschine nicht mehr handelbar ist, quasi mehrere OpenAttic-Instanzen zu einer Art Verbund zusammenfügen kann. Also OpenAttic ist von Haus aus Multinode-fähig. Ich habe also eine Web-Oberfläche, über die ich mehrere Maschinen verwalten kann und den Storage managen kann. Aber auch das ist in der heutigen Zeit manchmal schon nicht mehr ausreichend. Wir haben viele Kunden und Anwender, die können teilweise gar nicht so schnell einzelne Platten in einen Server reinstecken, wie die Datenraten anwachsen. Und das Konzept einzelner Server, viele Platten, skaliert halt irgendwann nicht. Und was sich in den letzten Jahren so ein bisschen als Alternative dazu herauskristallisiert hat, sind halt eben Storage Cluster, in der man einen Verbund aus Maschinen möglichst autonom zu einem System zusammenbindet, die Ressourcen, insbesondere den Storage in Form von Festplatten, untereinander teilen und aufteilen und das Einbinden neuer Ressourcen möglichst einfach machen und eben auch von sich aus, ohne dass ich als Administrator viel tun muss, die entsprechende Redundanz sicherstellen. Das heißt, die Daten werden automatisiert
über einen bestimmten Algorithmus auf möglichst viele verschiedene Systeme verteilt, um halt auch den Ausfall nicht nur einer einzelnen Platte wie bei einem RAID-Verbund, sondern auch eines gesamten Servers verkraften kann, ohne dass der Betrieb jetzt stillsteht. In der Open-Source-Welt hat sich da gerade das Projekt Ceph sehr hervorgetan. Und das ist so eine Technologie, mit der wir uns jetzt seit Anfang letzten Jahres auch beschäftigen, um halt eben Ceph-Management-Funktionalitäten in OpenATTIC einzubauen, um Anwendern, die über traditionelle Storage noch weiterreichende Anforderungen haben, eine Methode zu geben, wo sie das unter einer Haube administrieren können. Und gut, wir sind eine Firma, die ITNovum ist eine Firma, die sehr viel auf Open-Source-Basis Projekte für Kunden macht. Die Software an sich ist frei verfügbar, aber wir müssen auch irgendwann was leben und die Idee dahinter ist, dass man halt von uns dann den Support und die Services und Dienstleistungen bekommen kann. Im Hinblick darauf haben wir gerade im letzten Jahr einiges an Änderungen vorgenommen. Ganz wichtig vielleicht die oberen beiden Punkte. Bis Mitte letzten Jahres war OpenATTIC zweigeteilt, es war dual lizenziert. Es gab eine Community Edition unter der GPL und eine Enterprise Edition, die dann noch ein paar Schnörkel oben drauf hatte, die man aber nur bekommen hat, wenn man halt eben die proprietäre Lizenz gegen Geld erworben hat. Den Split haben wir aufgebrochen. Es gibt jetzt nur noch OpenATTIC unter der GPL und es enthält alle Features, die auch vorher in der Enterprise Edition waren. Zusätzlich dazu haben wir die Notwendigkeit eines Contributor License Agreements aufgehoben. Vorher war es so, wenn man sich als Entwickler am Code beteiligen wollte, wenn man einen Patch hatte, musste man vorher ein CLA unterschreiben, was uns halt eben die Rechte eingeräumt hat, diesen Code auch im Rahmen einer der proprietären Version nutzen zu können. Ziemlich klassisches Schema, was sehr viele Firmen machen, duales Lizenzmodell, dass man halt eine Community und eine Enterprise-Version hat. Und um eben diesen Lizenzwechsel durchführen zu können, muss man die Rechte an dem Code haben, was normalerweise in Form eines solchen License Agreements funktioniert. Ist für jemanden, der nur mal schnell einen Bugfix machen will, meist irgendwie eine ziemlich große Hürde und ein Umstand, wo die meisten dann schon sagen, auf den Hassel habe ich keine Lust und sie lassen es. Und insofern ist es faktisch auch so gewesen, dass bei OpenATTIC wenig Entwicklung außerhalb passiert ist, sondern dass es halt eben von den Entwicklern der ITNovum primär vorangetrieben worden ist. Das Aufbauen einer Community ist halt doch eine Sache, die viel Zeit und Geduld erfordert. Und das wurde ja ganz offen gestanden ein bisschen vernachlässigt, weil man den Fokus mehr darauf hatte, das Produkt weiterzuentwickeln. Wir haben da jetzt wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht, kann man fast sagen, und haben versucht wirklich, da wir eh an einer Version 2 arbeiten, die in vielen Bereichen komplett neu aufgesetzt ist, haben wir einfach auch ganz viele andere alte Zöpfe abgeschnitten. Vorher war es zum Beispiel so, dass alles, was es an Bugs und Features gab, in einem Jira getrackt worden ist, aber dieses Jira war nur intern für die Open-Entwickler bei ITNovum einsehbar, weil es halt eine interne Instanz war. Haben wir mal kurzerhand geändert. Es gibt jetzt ein Public Jira, in dem jeder sich einen Account anlegen kann, in dem jeder genau sehen kann, was wir an Features auf dem Zettel haben, was es an Bugs gibt, wo man kommentieren kann, wo man selber Bugs anlegen kann. Also so, wie man es von üblichen Open-Source-Projekten kennt, auch diese Möglichkeit der Teilnahme bieten wir, um halt eben auch über diesen Weg Feedback einzuholen. Wir sind, was die Entwicklung angeht, in vielen Bereichen noch an einem sehr frühen Stadium und insofern auch sehr darauf angewiesen, jetzt Feedback und Input zu bekommen, in welche Richtung wir eigentlich marschieren sollen, was ihr als Anwender euch vorstellt, was sinnvoll ist. Andererseits bietet es einem Entwickler, der sich mit einem Open-Source-Projekt befassen möchte, hier an der Stelle auch viele Möglichkeiten, sich hier grundlegend einzubringen, weil viele Dinge noch sehr gut überschaubar sind, weil es halt von der Funktionalität noch nicht so komplex und aufwendig ist, dass man sich wirklich erst jahrelang in den Code einarbeiten müsste. Deswegen zum Beispiel findet die Entwicklung jetzt auch komplett öffentlich statt. Unsere Entwickler selber verfahren nach dem gleichen Schema, wenn sie an neuen Features und Code arbeiten. Der wird nicht einfach committed, sondern wir machen einen öffentlichen Pull-Request. Jeder kann sehen, was da an Pull-Requests offen ist, kann Kommentare dazu abgeben. Wir machen Reviews und machen einen Approval. Und erst dann, wenn dieser Prozess durchlaufen ist, kommt ein neues Feature in die Codebasis rein. Insofern verfahren wir von dem Prozess aus genauso, wie wir es auch mit einem Pull-Request von einem externen Entwickler verfahren würden, der eben nicht jetzt bei der ITNovum arbeitet, um halt wirklich einen einheitlichen Prozess zu haben und völlige Transparenz an der Stelle zu ermöglichen. Interessanterweise haben wir vorher in einem einzigen Branch gearbeitet. Also wir nehmen im Gegensatz zu vielen anderen Open-Source-Projekten nicht Git, sondern Mercurial.
wir kommen halt aus der Python-Ecke und Mercurial bietet funktionell Ähnliches, was ein Git auch kann. Es ist halt eben möglich, den Code in mehrere Branches aufzuteilen. Man kann sehr schön lokal arbeiten, kann über Repositories Dinge hin und her kopieren. Aber interessanterweise war, zumindest als ich zu IT Novum kam, wurde der Mercurial mehr wie ein Subversion benutzt oder auch ein CVS. Man hat da so eine Line of Development, in die wurde alles reingeschmissen und dann hat man daraus irgendwann einen Release gemacht. Das haben wir jetzt auch ein bisschen weiter aufgeteilt, indem wir jetzt sagen, wir haben einen Development Branch, in dem findet halt, wie es der Name schon sagt, die Entwicklung statt. Das ist der Code, den jeder Entwickler als Basis nimmt, um jetzt neue Funktionalität zu entwickeln. Und in den wird die Entwicklung danach auch erstmal zurückgeführt. Und wir haben dann eine automatisierte Testsuite, die wir über Jenkins triggern, die den Code im Entwicklungsbranch testet. Und erst wenn da alle Checks und Tests durchlaufen sind, wird die Codebasis jetzt in unseren sogenannten Default-Branch übernommen. Das heißt, wir haben eine Codelinie, die per se durch die Tests immer in einem releasebaren Zustand ist. Und wir können im Endeffekt zu jedem beliebigen Zeitpunkt jetzt einen neuen Release daraus machen und haben trotzdem einen sehr hohen, ja, eine sehr hohe Sicherheit, dass der Code auch in einem Zustand ist, der releasefähig ist. Was die Release-Frequenz angeht, haben wir das mittlerweile auf einen monatlichen Zyklus hochgehoben. Also so alle 4 bis 5 Wochen sehen wir zu, dass wir den Sack zumachen. Das, was wir bis dahin an Features entwickelt haben, die gemerged worden sind, werden dann halt eben als ein neuer Minor Release veröffentlicht, angekündigt und dann gibt's von uns installierbare Pakete, das TAR-Archiv, ein Tag in Mercurial, dass man sieht, das ist jetzt der Stand, der diesen Monat veröffentlicht worden ist. Auch das war ein bisschen Arbeit. Die Dokumentation, das Webinterface, Tests, all das wurde früher in separaten Mercurial-Repositories gepflegt. Und die hat man dann so für den Release-Build sich zusammengezogen und hat dann daraus den Release gemacht. Um das so ein bisschen einfacher handhabbar zu machen, um auch die Synchronisation zwischen diesen diversen Komponenten besser zu haben, haben wir das jetzt in ein einzelnes Mercurial überführt. Das heißt, im Endeffekt kann ich als Entwickler, wenn ich jetzt an einem Feature arbeite, die gesamte Funktionalität, die im Backend nötig ist, plus der Frontend-Geschichten inklusive Tests und Dokumentation atomisch in einem Commit abgeben und habe dann alles sofort beieinander und ist auch aufeinander abgestimmt und getestet. In der Realität sind wir noch nicht ganz so weit, das muss ich offen gestehen. Liegt auch daran, dass die Entwicklung eines neuen Features meistens in mehreren Schritten funktionieren muss. Man fängt halt erstmal mit der Backend-Arbeit an. Wenn Start funktioniert, kann man anfangen, das User-Interface dafür zu designen und die entsprechenden Funktionen im Backend aufzurufen. Also sehr häufig ist es so, dass wir bei den Releases in Schritten arbeiten. Wenn wir halt sehen, die Backend-Funktionalität ist da und durchläuft die Tests, man kann sie über die REST-API ansprechen, dann wird der Backend-Code schon mal gemerged. Und je nachdem, wie wir zeitlich dazu kommen, machen wir schon mal Frontend-Arbeit, dass es schon mal in Prototypen geht, dass man es mal sehen kann, wie es funktionieren soll und können dann für den nächsten Release noch Verbesserungen und die Detailverbesserungen vornehmen im Endeffekt. Es ist uns durchaus bewusst, dass wir mit dieser Lösung nicht allein auf der Welt sind. Also Storage-Management-Produkte gibt es ja sowohl proprietär als auch Open-Source diverse und einige. Und deswegen immer so die Frage, ja, was macht ihr denn anders oder wie differenziert ihr euch von den anderen, die es da so gibt? Eine Sache, die wir versuchen beizubehalten, ist so ein bisschen ein Keep-it-simple-Ansatz. Wir machen Storage-Management und sonst nichts. Also wenn ihr irgendwie einen Server sucht, wo man auch noch einen Media-Server und einen BitTorrent und sonst was irgendwie mit hinzu installieren könnt, ist OpenMatic nicht die richtige Lösung. Sondern bei uns geht es mehr darum, Rechenzentrum, Hardware in der Ecke, die nur Storage macht. Und das ist so unser Fokus darauf. Und da auch wirklich nur die heutzutage noch üblichen und gängigen Protokolle. Konkret sind es wirklich nur noch SIFS, also Samba, NFS im File-Storage-Bereich, und iSCSI und Fibre Channel, was wir unter Linux mit LIO abdecken. Das sind so die Kernkomponenten, um die es bei uns geht. Rausgeschmissen haben wir zum Beispiel so Dinge wie FTP-Server-Support, den es mal gab, und rsync. Also Version 2 hat auch einiges an Funktionalität weniger als Version 1. Wir haben doch einiges auch aufgeräumt und weggeschmissen im Zuge dessen. Ja, nochmal, wir sind halt ein System, was wirklich voll unter der GPL steht. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Wir haben nicht irgendwie so eine Trial-Version, die man für bis 10 Terabyte kostenlos nutzen kann. Danach muss man bezahlen. Das heißt, man kann sofort damit loslegen, kann gucken, ob die Software für den persönlichen Einsatzzweck geeignet ist.
und muss nicht erstmal irgendwie, wenn man es ernsthaft testen will, mit uns, mit einem Vertriebler reden oder so. Wir versuchen wirklich, diese Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu legen, um einem interessierten Anwender den Zugang leicht zu machen und es wirklich auch in seinem Szenario ohne Einschränkung testen zu können. Wir sind Linux-basiert und zwar nicht nur irgendwie speziell auf einer Distribution, sondern wir versuchen wirklich so die gängigen, heutzutage im RZ häufig anzutreffenden Distributionen zu unterstützen, indem wir dafür auch fertig installierbare Pakete liefern. Konkret sind das die aktuellen Debian und Ubuntu Releases und bei Red Hat ist es das RHEL plus Derivaten wie CentOS, Scientific Linux. Neu hinzugekommen ist jetzt SUSE, mit denen wir jetzt seit einiger Zeit zusammenarbeiten. Es gibt OpenATTIC mittlerweile auch als Pakete im Open Build Service, dass man sie sich dort installieren kann, um halt eben auf dieser Plattform damit arbeiten zu können. Wir sind im Endeffekt nur ein Tool obendrauf, was das Basiswerkzeug, was ja jede Linux-Distribution von Haus aus mitliefert, hoffentlich etwas benutzbarer zu machen. Also ein Storage-System mit einer Linux-Distribution aufsetzen ist ja eigentlich kein Hexenwerk, sollte man meinen. Es ist ja ein Samba drauf, den konfiguriere ich, mache mir mal schnell einen NFS-Server. Jeder einigermaßen fähige Admin kriegt sowas oder sollte sowas relativ schnell hinkriegen. Wo es dann halt meistens hapert, sind die Details, wenn es darum geht, das ein bisschen automatisierter zu machen, wenn es darum geht, auch das Monitoring vielleicht darauf aufzusetzen oder halt eben auch mal einem Anwender oder einem Administrator, der jetzt nicht so fit auf der Kommandozeile ist, eine Möglichkeit zu geben, mal einen neuen iSCSI-Share anzulegen. Also es erfordert, wenn man all diese Protokolle unterstützen will, doch schon einen Haufen Spezial- und Detailwissen, um das wirklich konsistent aufsetzen zu können und auch automatisiert zu betreiben. So, ein bisschen Feature-Liste. Was haben wir? Ja, Modern Web UI. Wir haben im Endeffekt mit Version 2 die Web-Oberfläche komplett neu geschrieben. Version 1 basierte auf dem Framework XJS und war so von der Aufteilung, dass man links einen sehr tief verschachtelten Baum von Menüs und Optionen hatte, über die man dann sein Storage managen konnte. War allerdings auch so, dass man trotzdem immer noch ziemlich genau wissen musste, welche Schritte man wie durchklicken musste, um zum Ziel zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte einen iSCSI-Share zur Verfügung stellen, war es in der Version 1 so, dass ich erstmal mit LVM ein Volume anlegen musste, ein Logical Volume, musste dann das überführen und Dinge tun. Und es waren halt doch sehr viele Einzelschritte noch notwendig, die in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden mussten, um zum Ziel zu kommen. Das versuchen wir jetzt mit der neuen Web-UI ein bisschen mehr zu streamlinen und auch mit Hilfe von Wizards die Schritte ein bisschen mehr geleitet durchzuführen, dass man einfach weiß, welchen Weg man zu nehmen hat, um ans Ziel zu kommen. Die alte Version hatte eine XML-RPC-basierende Schnittstelle zum Programmieren. RESTful APIs sind halt ein bisschen mehr hip heutzutage, deswegen haben wir uns entschieden, eine REST-API einzuführen, die man ansprechen kann, die auch unsere Web-Oberfläche ausschließlich verwendet. Also all die Funktionalität, die ich über die Web-Oberfläche per Mausklick im Endeffekt realisieren kann, kann ich parallel dazu auch über Curl-Aufrufe im Endeffekt auf der Shell machen, wenn ich das möchte. Unified Storage habe ich schon gesagt, das sind so die Klassiker. Gerade für den filebasierten Storage unterstützen wir da eine Reihe von Dateisystemen unter Linux. Die gängigen sind halt XFS und die EXT-Familie, aber wir haben auch Unterstützung für ZFS on board, also für diejenigen, die ZFS installieren möchten, um halt zum Beispiel so Dinge wie Snapshots nutzen zu können. Auch da bieten wir Funktionalität für. ButterFS-Unterstützung ist auch schon enthalten, wobei sowohl bei ZFS als auch ButterFS der Support noch ein bisschen rudimentär ist, gerade wenn es darum geht, so Dinge wie RAID und Ähnliches aufzusetzen, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Auch eingebaut ist die Unterstützung von synchronen Mirroring über DRBD, das Distributed Replicated Block Device, was ja Bestandteil des Linux-Kerns ist. Ich kann mir also zwei OpenATTIC-Maschinen aufsetzen und kann dann beim Anlegen eines Volumes im Endeffekt sagen, okay, mach davon bitte eine 1-zu-1-Kopie auf dem zweiten Node, der dann automatisch, wenn sich Daten in dem Originalvolume enden, zum zweiten Knoten rüber repliziert. Monitoring ist eingebaut, das war uns ganz wichtig. Wir setzen da im Endeffekt ein Nagios oder Isinga, je nach Wahl auf, was dann von OpenATTIC automatisiert konfiguriert wird, um neue Volumes zu überwachen, dass man halt eben über das PNP von Nagios schöne Graphen hat und sieht, wie die ausgelastet sind, um halt eben auch einen
Alerting zu haben, dass man eine E-Mail bekommt, wenn irgendwie der Füllstand eines Volumes einen bestimmten Level erreicht. All das macht OpenAttic im Hintergrund, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Und jetzt neu eben hier die gesamte Abteilung Self-Management and Monitoring, wo ich gleich auch noch im Detail ein bisschen näher drauf eingehen möchte. Und ja, aktuell ist die Entwicklung primär durch IT Novum gesponsert. Wir hoffen aber durch die ganzen diversen Änderungen, die wir vorgenommen haben, halt so nach und nach auch eine etwas erweiterte Community außenrum zu kriegen. Es gibt viele Hardware-Anbieter, die sich dafür interessieren, OpenAttic mit ihrer Hardware zu bundeln, um halt eben Storage Appliances zur Verfügung zu stellen. Da haben wir einige Gespräche am Laufen. Also es tut sich da ein bisschen was, dass in Zukunft auch von Firmen außerhalb Entwickler an OpenAttic mitarbeiten, um dann halt eben diesen Bottleneck, den wir vielleicht als Firma darstellen, zu beseitigen. Komponenten. Woraus besteht OpenAttic so im Einzelnen? Ganz grob betrachtet haben wir zwei große Blöcke. Das eine ist eben das Backend, das ist die OpenAttic-Server-Seite, die auf dem System installiert sein muss, dessen Storage ich managen möchte. Das heißt, jeder Server, der von OpenAttic gemanagt wird, muss eine OpenAttic-Instanz laufen haben. Wir basieren da auf Django. Wir nehmen das Django REST Framework, um die REST API darzustellen und haben da im Endeffekt eine Django-Applikation, die halt quasi ein Modell des Storage darstellt und die entsprechenden Methoden definiert, die auf diesen verschiedenen Entities gemacht werden können. Und abhängig von dem API-Aufruf entscheidet das Backend eben dann erstmal, auf welchem Node diese Aktion überhaupt ausgeführt werden muss und reicht diese dann an einen separaten Prozess weiter, der dann im Endeffekt die Arbeit übernimmt, die man sonst als Admin auf der Kommandozeile macht, nämlich Konfigurationsdateien editieren, Dienste starten, Dinge umkonfigurieren. Dafür haben wir einen Python-Dienst, der vom Backend mit den entsprechenden Parametern aufgerufen wird. Den haben wir ein bisschen verwirrenderweise Systemd genannt, aber es ist nicht der Leonard Pettering Systemd, sondern unser eigener. Ist historisch so gewachsen, das jetzt zu ändern, ist auch ein bisschen mühselig und wir haben noch viele andere Dinge auf dem Zettel, deswegen wird das wohl erstmal eine Weile so bleiben. Aber das ist halt eben ein Prozess, der mit Root-Rechten laufen muss, um halt eben diese ganzen Admin-Tätigkeiten auszuführen. Alles, was er tut, schreibt er auch schön in eine Log-Datei, dass ich es nachvollziehen kann, welche Dateien hat er angefasst, welche Kommandos hat er ausgeführt. Das macht das Debugging ein bisschen einfacher. Zum Backend hinzu sehen wir halt eben hier Nagios mit dem PNP von Nagios-Plugin, der im Endeffekt aus den Performance-Daten, die Plugins liefern, RRD-Dateien generiert, die man dann in Grafiken umwandeln kann. Das neue Webfrontend basiert auf AngularJS mit Bootstrap als Layout und Cascading Style Sheets. Wir haben innerhalb der Version 2 jetzt schon einmal nochmal einen Facelift durchführen müssen. Wir hatten am Anfang auf ein Template-Toolset gebaut, was sich lizenztechnisch ein bisschen als fragwürdig herausgestellt hat. Deswegen haben wir da jetzt unser eigenes Layout drauf gemacht. Was bei uns auch ganz wichtig ist, ist der Teil hier unten, Test-Suiten. Wir haben sowohl für die Web-Oberfläche als auch für das Backend automatisierte Tests und Teil der Entwicklung eines neuen Features ist auch wirklich die Anforderung, dass der Entwickler die entsprechenden Tests dazu abliefert. Also wir haben einen oder mehrere Jenkins, die nichts weiter machen, zum Beispiel als automatisiert die Web-UI durchzuklicken und zu schauen, ob sie richtig reagiert, ob im Backend das richtige Ergebnis auch bei rauskommt. Macht die Entwicklung einer Web-Applikation doch deutlich einfacher. Hier mal so ein bisschen nochmal ein visueller Aufruf, wie das aussieht. Zum Django hier dazu gehört hier noch eine Postgres-Datenbank, die halt eben die diversen Laufzeitinformationen von OpenAttic speichert. Wenn ich jetzt ein Multinode-Setup von OpenAttic habe, ist die Postgres-Datenbank die gemeinsame Ressource, über die sich synchronisieren. Also wenn ich zwei OpenAttic-Nodes habe, muss ich sicherstellen, dass sie beide mit der gleichen Postgres sprechen. Hier oben ist die REST-API halt eben so der Endpunkt, der hier zum einen zum Beispiel über die Web-UI angesprochen wird, aber alternativ mit jedem beliebigen HTTP-Client, sei es Curl, sei es WGET, wie auch immer, angesprochen werden kann. Oder man schreibt sich ein eigenes Python-Skript, was halt entsprechende API-Aufrufe triggert. Hier im Django passieren dann Dinge. Je nachdem, ob es Local Storage Management ist, wird es dann hier über unseren Systemd, kriegt er via Dbus lokal seine Instruktionen, was er zu tun hat und führt die dann über Shell-Kommandos und Ähnliches aus. Teilweise verwenden wir hier auch Python-Libraries, also gerade für das Konfigurieren von LIO, dem Linux iSCSI-Targets. Da gibt es Python-Libraries, die wir verwenden, also da rufen wir nicht die Kommandozeilentools auf.
Für das Management mit dem Ceph-Cluster gehen wir aktuell nicht über den Systemd, sondern wir haben dafür die notwendigen Funktionsaufrufe direkt hier oben in der Applikation implementiert, weil sie es halt einfach so besser angeboten hat. Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Also was wir können, ist im Endeffekt, ist aus einer bestehenden Volume Group, Logical Volumes rauszuschneiden und diese über diverse Protokolle freizugeben. Was hier an dieser Stelle jetzt eben noch fehlt, ist so ein bisschen die Unterstützung in der GUI, dass ich halt sage, okay, hier ist jetzt meine Latte von Festplatten, aus der und der möchte ich jetzt mit ZFS einen Z-Pool machen oder die und die möchte ich mit ButterFS zu einem Array zusammenschließen. Dieser Unterbau fehlt noch. Den Schritt muss man momentan noch händisch auf der Kommandozeile einmal vorbereiten. Also ich muss erstmal mir auf der Kommandozeile überlegen, wie will ich meine Platten zu einem, wie wir es nennen, Pool zusammenfassen. Ist es ein LVM, ist es ein ZFS? Und wenn der Punkt abgeschlossen ist, dann kann ich OpenAttic sagen, guck mal, scanne mal das System nach vorhandenen Pools und dann bietet er sie in der GUI an. Und ab dem Zeitpunkt kann ich den Rest, also das Anlegen der Volumes innerhalb dieses Pools über OpenAttic weiter managen. Was wir da eben noch machen wollen, ist den Teil über die GUI und über die API zugänglich zu machen oder wenn möglich auch vieles über UDEV zu automatisieren, das heißt ein System, wo eine neue Platte reingeschoben wird und der Linux-Kernel das automatisch meldet, dass eben auch eine Notification an OpenAttic hochkommt, hier ist eine neue Platte, ohne dass ich als Admin OpenAttic sagen muss, guck doch mal, ob eine neue Platte da ist, solche Geschichten. Smart Monitoring ist natürlich ganz wichtig, dass ich Informationen darüber enthalte, wie geht es meinen Festplatten überhaupt oder auch die diversen Hardware-Controller, die es so gibt. OpenAttic 1 hatte Unterstützung für Threeware-Controller eingebaut. Die sind mittlerweile ein bisschen aus der Mode gekommen, da gibt es andere, die leider dann auch andere Tools verwenden, die man irgendwie ansprechen muss. Also auch da haben wir momentan noch eine offene Baustelle, die jetzt durch den Wechsel auf Version 2 noch nicht geschlossen ist. DRBD Volume Mirroring to the Web UI, das ist so ein Teil. Also wir haben ja DRBD-Unterstützung eingebaut. Über die API kann ich es ansprechen, nur dass sie das Häkchen im Webinterface setzen, dass er das dann automatisiert auch macht. Der GUI-Teil fehlt noch, aber haben wir auf dem Zettel. Bei den SAN-Geschichten, also iSCSI Fiber Channel, bieten wir die Grundfunktionalität an, aber da gibt es doch diverse Dinge, insbesondere Multipathing und Ähnliches, wo die Anwender jetzt kommen und sagen, das hätten wir ja auch noch gerne und ist das möglich? Und auch da haben wir noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Aber all das, was wir so auf dem Zettel haben, ist auch öffentlich im Jira vermerkt. Wir haben auch versucht, Wiki-Seiten zu erstellen, die das Ganze so ein bisschen strukturierter zusammenfassen, jeweils mit Verweisen auf die jeweiligen Jira-Issues, dass man da sehr schön Überblick kriegt. Die Liste ist lang, ich bin ganz offen. Wir haben gut zu tun, aber wir gehen eigentlich mit jedem monatlichen Release wieder einen Schritt weiter nach vorne. Und es ist langsam auch merklich, dass halt eben auch von extern mehr Interesse und Feedback reinkommt und uns damit auch hilft, so die Prioritäten und die Richtung zu verfeinern. Ceph-Management, gut, wie gesagt, das kam neu hinzu, weil wir halt eben von vielen Anwendern und auch selbst gemerkt haben, dass so ein Ceph-Cluster eine tolle Sache ist, wenn er denn mal läuft. Aber allein das Aufsetzen und dann auch den Betrieb später sicherzustellen, ist durchaus noch eine Herausforderung. Das ganze Thema Management ist meiner Meinung nach bei Ceph mehr so ein Nachgedanke gewesen. Man hat erstmal irgendwie versucht, überhaupt den Algorithmus aus der Forschungsarbeit, aus der das entstanden ist, den Algorithmus in eine Software umzusetzen, dass man das Ding irgendwie am Betrieb halten muss und irgendwie monitoren muss und irgendwie sich um Upgrades und Ähnliches kümmern muss. Das sind so Dinge, die jetzt erst so nach und nach hinzukommen. Jetzt auch intensiver, seitdem die Firma InkTank, die Ceph entwickelt hat, von Red Hat gekauft worden ist und Red Hat jetzt da in der Richtung auch viel Entwicklung weiter macht. Es gibt natürlich auch einige Tools, die sich damit schon beschäftigt haben, Calamari, Intel VSM und so weiter. Teilweise decken sie halt nur einen Teilbereich ab, zum Beispiel nur einen Dashboard, um den Clusterstatus zu erkennen. Andere sind irgendwie eingeschlafen, da passiert nicht mehr viel und man weiß nicht genau, was Stand der Dinge ist. Oder sie haben es irgendwie nie so richtig geschafft, eine Community um sich herum aufzubauen und ihnen geht so langsam die Lust und Luft aus. Wir werden auch mal einen Versuch starten, die Zukunft wird zeigen, ob wir damit erfolgreich sind. Und ich habe noch 15 Minuten, danke. Und wir versuchen momentan, insbesondere in Zusammenarbeit mit SUSE, die sich auch für das interessiert, was wir da tun, so einen eigenen Ansatz zu finden, wie man Ceph-Management halt eben alternativ machen könnte.
Also was wir mitmachen wollen, ist halt eben ein Tool zu erstellen, was sowohl Management als auch Monitoring möglich macht und vor allen Dingen auch eins, das ich als Administrator benutzen möchte. Es gibt einige Tools, die sehen zwar ganz toll aus, bieten aber im Endeffekt null Mehrwert. Sie sehen halt schön aus, wenn man irgendwie bunte Bilder zeigen möchte. Wie so oft bei Unix-Diensten, die im Hintergrund halt Dinge tun und verlässlich arbeiten, aber man muss seinem Manager erklären, was dann jetzt eigentlich die Rechtfertigung für den eigenen Job ist. Guck mal hier, da blinkt es, das ist toll, da passiert irgendwas. Benutzen würde ich dieses Tool nie, aber ich muss halt zeigen, dass irgendwie im Hintergrund was passiert. Wichtig auch gerade im Kontext mit Ceph, dass es skaliert. Ceph-Cluster können halt durchaus stattliche Dimensionen annehmen. Da rede ich nicht mehr von 4-5 Maschinen, sondern Hunderten oder Tausenden von Systemen. Und das, was da an Informationen auf mich hereinprasselt, in einer Form darzustellen, die mich halt nicht komplett überfordert, ist von User-Interface-Seite aus schon eine interessante Herausforderung, mit der wir uns eben befassen wollen. Und wenn möglich, soll es möglich sein, dass wir ein Tool sind, was zuarbeitet, aber mir als Administrator immer noch die Möglichkeit gibt, trotzdem händisch auf der Kommandozeile Dinge zu ändern, ohne dass das Tool aus dem Tritt gerät. Ist mit Ceph eine interessante Herausforderung, weil es halt wirklich ein verteiltes System ist. Da komme ich jetzt hier auch so ein bisschen auf Herausforderungen. Erstmal drum, was ist denn so der Weg, wie ich mit einem Ceph-Cluster spreche? Gibt es da irgendwie eine Management-API? Wie greife ich auf meine Remote Nodes zu? Bisher ist es halt so, ein OpenATTIC muss auf jedem Knoten installiert sein, den ich manage. Bei tausenden von Ceph-Clustern will ich nicht überall eine Django-Applikation drauf installiert haben. Da springen mir die Ceph-Admins ins Gesicht. Das ist also kein Ansatz. Wie könnte man es also stattdessen machen? Das waren so Fragen, mit denen wir uns da befasst haben. Remote Management und Monitoring ist da auch wichtig. Ich möchte natürlich irgendwie Einblick haben, was tun die Maschinen und wie geht's ihnen? Wie kann ich das eben konsolidieren und aufbereiten? Und wir haben auch festgestellt, ein Ceph-Cluster ist halt in sich ein sehr dynamisches System und den Ansatz, den wir bisher gefahren haben, dass wir halt aus OpenATTIC-Sicht in der Datenbank wissen, welche Platten es gibt, welche Volumes wir angelegt haben, klappt bei Ceph nicht so richtig. Insbesondere, wenn ich halt eben zulassen möchte, dass man als Admin extern auch Dinge ändern kann. Das heißt, das Datenmodell, was Django per Default anbietet, das ist halt eben die Daten in einer Datenbank persistiert. Das funktioniert so nicht, weil der Ceph-Cluster hat in der Zwischenzeit eine ganz andere Sicht der Dinge und die Datenbank würde inkonsistent werden. Was wir da im Endeffekt geschaffen haben, ist, was wir ein NoDB Django Model nennen, indem wir eben schon mit den in Django üblichen Datenstrukturen, den Models arbeiten, diese aber nicht in der Postgres-Datenbank abspeichern, sondern quasi den Ceph-Cluster befragen, in welchem Zustand dieses spezielle Objekt gerade ist. Wir missbrauchen also quasi die API zum Ceph-Cluster als Datenbankschnittstelle, wenn man es mal so betrachten möchte. Gut, wo stehen wir denn momentan? Also diese NoDB war ein großer erster Schritt, den wir machen mussten, um überhaupt mit Ceph kommunizieren zu können. Dann haben wir festgestellt, dass es sehr viele Operationen bei Ceph gibt, die nicht instant wieder zurückkommen. Also Löschen von Objekten, Anlegen von bestimmten Objekten kann durchaus auch mal eine Weile dauern. Ich kann meine Webanwendung jetzt aber nicht so lange da stehen lassen und warten, bis irgendwann mal der Webserver sagt, okay, ausgeführt. Wir laufen in Timeouts, es hängt, es ist halt irgendwie nicht so schön zu bedienen. Deswegen haben wir jetzt im Endeffekt eine sogenannte Task-Queue-Implementierung in Django eingeführt, wo man halt eben Dienste im Hintergrund quasi in eine Queue schmeißt und die werden dann abgearbeitet und ich kriege irgendwann das Okay zurück, wenn der Job ausgeführt worden ist oder auch nicht. Was dann aber auch wiederum Änderungen auf der GUI erfordert, weil ich halt eben im Endeffekt einen Überblick kriegen muss, okay, was läuft denn gerade so an Jobs noch im Hintergrund, worauf muss ich denn warten und wie kriege ich darüber Informationen, wann sie fertig sind und solche Geschichten. Das hier ist jetzt sehr Ceph-spezifisch, ich gehe mal ein bisschen schneller drüber. Also im Endeffekt gibt es diverse Möglichkeiten, mit denen ich Daten in einem Ceph-Cluster speichern kann, als Block-Devices oder als Objects und ähnliches. All dies hier ist sehr Ceph-spezifisch. Aufgrund der Zeit werde ich das, glaube ich, jetzt ein bisschen überspringen. Wichtig war uns auch, dass es möglich sein muss, mehr als einen Ceph-Cluster zu managen, weil es ja durchaus sein kann, dass ich Production und Testing habe und irgendwie das vielleicht auch trotzdem mit einer Oberfläche mir anschauen möchte. Also Ceph ist momentan so eigentlich ein Hauptfokus, an dem wir sehr stark arbeiten. Hier ist mal so ein Überblick, was wir da so auf der API-Seite bisher
erledigt haben. Das ist eine Wiki-Seite, die wir auch dann weiter aktualisieren. Und jetzt sind so die nächsten Schritte, nachdem im Backend-Teil viel passiert ist, jetzt auch die Web-GUI da entsprechend für zu erweitern und zu implementieren. Ganz wichtig da ist erstmal ein Status-Dashboard zu haben, dass ich so auf einen Blick sehen kann, wie geht es meinem Ceph-Cluster eigentlich, was ist sein aktueller Status, garniert dann eben auch mit Performance-Daten und entsprechenden Graphen, die mir anzeigen, wie sich so auch Trends entwickeln und wie die Leistung des Systems an sich ist. Und dann hier zu diesen ganzen einzelnen Punkten, Pool-Management und ähnliches, Schritt für Schritt weitergehende Funktionalität anzubieten. Im ersten Schritt ist es meistens so, dass wir nur anbieten, hier zeig mir meine Liste der bestehenden Objekte, seien es die Block-Devices, seien es die Storage-Daemons, und dann im nächsten Schritt Optionen anzubieten, um neue anzulegen, bestehende zu modifizieren und zu löschen. Also wir fangen meistens erstmal mit so einer Read-Only-Sicht an, um überhaupt mal was in der Web-Oberfläche anzeigen zu können. Und dann in den nächsten Schritt kann man auf einzelne Objekte, die in dieser Liste erscheinen, Aktionen ausführen und dann so nach und nach eben den gesamten Pool, was man halt eben an Management, Anwendungen und Anforderungen hat, abzudecken. Wie gesagt, das machen wir im Monatszyklus und verfeinern das, was wir im Monat davor halt eben angeboten haben, wenn möglich auch basierend auf dem Feedback, was wir bis dahin bekommen haben, entsprechend Web-Interfaces zu bauen. Und die benutzerfreundlich zu machen, ist halt eine recht große Herausforderung. Und auch da ist uns besonders wichtig, dass wir von den Anwendern auch den Input kriegen, was sie unlogisch finden, was sie da erwartet hätten. Also selbst wenn man nicht programmieren kann, gibt es da viele Möglichkeiten, uns Feedback zu geben und uns unsere Arbeit zu erleichtern. Und dann hier unten ganz wichtig kommt so der Teil, irgendwann möchte ich nicht nur einen bestehenden Ceph-Cluster irgendwie also managen mit dem, was schon da ist, sondern ich möchte vielleicht die Möglichkeit haben, wenn jetzt ein neuer Server hinzugefügt wird, ihm eine Rolle in diesem Ceph-Cluster zuordnen zu können. Das heißt, ich komme jetzt in den gesamten Themenbereich Deployment und Remote Configuration, was wir hier mit Salt abdecken werden. Das heißt, im Endeffekt muss ich auf diesem System nur ein minimales Linux mit einem Salt-Minion installieren, der sich dann bei dem Master anmeldet und sagt, hier bin ich. Und dann kann man basierend auf den Regeln, die in Salt definiert sind, sagen, okay, du wirst jetzt ein neuer Object-Storage-Daemon oder du wirst ein RADOS-Gateway, um halt eben als Object-Store zur Verfügung zu stehen. Da ist ein Großteil der Entwicklung auf der Salt-Seite, also erstmal überhaupt diese ganzen Regeln und Abläufe zu definieren, die nötig sind, um die Ceph-Software auf diesem System entsprechend einzurichten und in einen bestehenden Clusterverbund zu integrieren. Remote Node Monitoring kommt dann eben ins Spiel. Wie gesagt, wir verwenden lokal auf der OpenRTIC-Instanz momentan Nagios oder Isinga. CollectD klingt für uns so ein bisschen schlanker und ist wahrscheinlich die bessere Lösung, wenn man wirklich nur Performance-Daten aufsammeln will, um sie zu sammeln und zu einer zentralen Instanz zu kopieren. Auch da haben wir eine Roadmap auf dem Wiki, wo man sich das anschauen kann, was wir da so alles machen wollen. Kleine Screenshot-Show, die gehe ich jetzt mal schnell durch. Das ist so das Standard-Dashboard, was man für den traditionellen Storage-Management-Teil hatte. Das Dashboard wird momentan massiv umgebaut. Ich hoffe, dass wir es für den Release Ende dieses Monats soweit fertig kriegen, dass dann auch die ersten Ceph-Monitoring-Geschichten drin sind. Das ist eine sehr statische Geschichte gewesen. Das neue Dashboard hat im Endeffekt Widgets, die ich mir selber auf mein Dashboard platzieren und arrangieren kann und dann auch unter meinem User-Account speichern kann. Und ich kann auch mehrere Dashboards anlegen. Und dadurch, dass wir eben auch mehrere Ceph-Cluster unterstützen, könnte ich mir also ein Dashboard bauen, was mir einen schnellen Überblick über den Status mehrerer Cluster in einer Seite anbietet. Und ich muss also nicht oft hin und her klicken, um die Information zu haben. Das hier ist mal so ein Anblick bei dem traditionellen Volume Management. Hier unten sieht man eben die Performance-Graphen, die wir zu einer Festplatte zum Beispiel machen oder einem Volume. Ganz lustig finde ich den API-Recorder. Ich habe ja erwähnt, dass die Web-Oberfläche nur die REST-API benutzt, um mit dem Backend zu sprechen. Aber manchmal möchte ich vielleicht diesen Vorgang irgendwie skripten, weil ich als Admin lieber auf der Kommandozeile ein Skript ausführen möchte, anstatt eine GUI zu bedienen. Also kann ich einfach einmal den API-Recorder aktivieren, klicke mir dann meinen Vorgang zusammen, den ich ausführen möchte. OpenRTIC führt die Sache aus, dann drücke ich Stopp und er erstellt mir daraus so ein minimales Python-Skript, was eben genau diese API-Requests enthält, was ich dann quasi als Vorlage verwenden kann für mein eigenes Skript, wenn ich möchte. Ceph-Pool-Liste. Von der Ansicht her vom UI
Layout organisieren wir das ähnlich, wie es bei den traditionellen Storage Volumes auch ist. Also man hat eben so eine Tabellenansicht, die man nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren kann. Und Klick auf eine Zeile gibt mir dann unten dran noch weiterführende Informationen. Hier ist die Poolliste, wie sie Stand heute ist. Das Backend kann mittlerweile auch schon über Nagios die Pools monitoren und Graphen erzeugen. Die werden dann halt in einer kommenden Version hier mit eingebaut werden. OSDs, das sind halt eben wirklich die Ceph-Dienste, die Daten speichern. Aktuell ist es noch sehr überschaubar, was man da sehen kann. Aber auch der Teil wird nach und nach weiter ausgebaut werden. Bei den Rados Block Devices ist es ähnlich. Ich müsste jetzt zu tief in Ceph einsteigen, um das im Detail alles zu erklären. Ich wollte einfach mal nur so einen groben Überblick geben, was so Stand der Dinge ist. Hier ist jetzt mal der Dialog gezeigt, mit dem man ein neues Rados Block Device anlegt. Wir haben eine Live-Demo auf demo.openattic.org, wo man das auch sich selber anschauen kann, ohne dass man selbst installieren muss. Deswegen nur so mal als Eindruck. Und ich habe noch 5 Minuten. Dankeschön, das passt genau. Der Teil ist ganz interessant. Die Crush Map ist eigentlich so der zentrale Bestandteil oder der Algorithmus, der festlegt, wie ein Ceph-Cluster Daten über die Maschinen und Festplatten verteilt. Also sie definiert im Endeffekt auch die Verfügbarkeitslevel und die physikalische Anordnung meiner Systeme. Also ich habe die Möglichkeit eben zu sagen, dass meine Nodes in einen Rack organisiert sind und ich kann sagen, diese Racks sind in dem Data Center, diese Racks sind in dem anderen Data Center oder in der anderen Brandschutzzone. Und abhängig davon kann ich jetzt sagen, ich möchte, lieber Ceph, dass du sicherstellst, dass mir eine Brandschutzzone komplett ausfallen kann und ich trotzdem keinen Datenverlust habe. Aber das muss ich halt eben ihm erstmal im Rahmen dieser sogenannten Crush Map definieren, indem ich halt die Knoten jeweils ihren Rollen zuweise und die Hierarchie. Der Standardweg, das zu tun, ist, man sagt, Ceph, dekompiliere doch mal bitte deine aktuelle Crushmap in diese Textdatei. Dann muss ich mir diese Textdatei in einem Editor öffnen und muss wissen, was ich da tue. Dann kompiliere ich diese Datei zurück und lade sie in den Ceph-Cluster hoch und dann fängt er an, basierend auf den Änderungen halt eben seine Hierarchie entsprechend anzupassen. Ist halt ein bisschen krude, deswegen haben wir versucht, da eine etwas grafisch ansprechendere Methode drauf anzuwenden. Mit dem großen roten Warnschild, wenn man hier in dieser Crushmap-Änderung vornimmt, die halt eben das Layout des Clusters ändert, wird Ceph im Nachgang sofort anfangen, sicherzustellen, dass die Daten auch diesem Verfügbarkeitslevel entsprechen. Das heißt, er fängt an, wild Dinge hin und her zu kopieren und ist, wenn man Pech hat, mal ein paar Tage mit sich selbst beschäftigt, bis halt eben die Organisation abgeschlossen ist. Also üblicherweise macht man das Editieren oder das Anpassen der Crushmap einmal initial, wenn man den Cluster soweit aufgesetzt hat. Und dann lässt man von dem Editor die Finger und tut möglichst nicht mehr so viel daran. Gut, da sind wir schon bei Links. Kanonisch wie immer, es gibt eine .org-Webseite, die wir mal dringend ein bisschen aktualisieren müssen. Die Demo ist hier zu erreichen. Wir bloggen regelmäßig. Die Doku, die wir über Restructured Text und Sphinx generieren, ist da zu finden. Statt GitHub, dadurch, dass wir Mercurial verwenden, nehmen wir eben Bitbucket, ist eine ähnliche Plattform. Bug-Tracking, Issues finden hier statt, wir twittern und das sollte wahrscheinlich Google Plus sein, da ist irgendwas verschluckt worden. Anyway, also wir sind über diverse Kanäle erreichbar. Wir haben auch eine Google Group, die wir als Mailingliste/Forum aufgesetzt haben, wo man sich melden kann. Wir sind auf #OpenAttic, auf Freenode im IRC zu finden. Also es gibt wirklich viele Wege, uns irgendwie zu kontaktieren. Was ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe, ist, wir haben jetzt vor kurzem eine Wiki-Seite erstellt, die wir Low-Hanging Fruit Tasks nennen, wo wir einfach mal durch unseren Jira durchgegangen sind und auch mal geschaut haben, okay, was sind denn so leicht zu implementierende Dinge, die nett zu haben wären, aber zu denen wir momentan halt nicht kommen, die aber für einen Neuentwickler, der sich mit dem Projekt mal beschäftigen möchte, vielleicht gar nicht so schwierig wären. Einfach mal auf unserem Wiki nach Low-Hanging Fruit suchen, da findet man eine Übersicht von Dingen und vielleicht ist da ja was dabei, was den einen oder anderen von euch irgendwie reizen würde. Einfach mit uns in Verbindung setzen. Wir haben in der Doku ein extra Kapitel, wo wir beschreiben, wie wir mit dem Code arbeiten, wie man Pull-Requests stellt, um diese Schritte und unsere Erwartungen so ein bisschen darzulegen. Das wäre es im Endeffekt von meiner Seite. Jetzt sind noch Fragen möglich. Kommentare, Flames, alle erschlagen. Da. Ja.
GlusterFS ist auch ein verteiltes Dateisystem, würde ich es mal nennen. Wir hatten es, ja stimmt, die Frage war erstmal, warum nicht GlusterFS? Habt ihr das auf der Roadmap? Ich muss die Frage ja wiederholen, sorry. Wir haben GlusterFS in der Tat auf dem Zettel gehabt, zusammen mit Ceph, und haben dann festgestellt, dass wir das niemals in endlicher Zeit fertig kriegen werden. Deswegen haben wir für uns entschieden, Ceph erstmal prioritätsmäßig vorzuziehen. Aber das Backend an sich ist modular genug aufgebaut, dass man GlusterFS-Unterstützung, denke ich, mit relativ vertretbarem Aufwand reinbringen könnte. Das sind so Dinge, die entscheidungsmäßig ein bisschen vor meiner Zeit waren, aber es war so vom Kontext her, dass OpenStack halt ein wichtiges Thema bei uns in der Firma auch ist und Ceph und OpenStack häufig in einem Satz gesagt werden, wenn es um Storage geht. GlusterFS ist durchaus eine spannende Lösung und ich würde es mir wünschen, wenn wir es auch unterstützen würden, aber wir kommen schlicht und ergreifend nicht dazu. Aber ich habe auch noch diverse andere, also wenn du ins Jira schaust, siehst du, dass wir noch diverse andere Technologien gerne irgendwann mal unterstützen würden, aber wir mussten halt irgendwo einen Fokus setzen. Und bei Ceph haben wir auch noch den entscheidenden Vorteil, dass eben durch die SUSE wir einen Partner haben, der sich ebenfalls für das Thema interessiert und uns entsprechend mit Entwicklern auch unterstützt. Und das ist dann halt so die Konsequenz daraus. Aber es ist nicht irgendwie, dass wir sagen, Cluster ist kacke, braucht kein Mensch oder so. Wir mussten uns irgendwie fokussieren. Ja. Okay. Noch, ja. Ja, also wenn du mit Ceph-Entwicklung als kleiner Entwickler anfangen möchtest, um die Frage zu wiederholen, wie kann ich denn als Entwickler anfangen, wenn ich mich um den Ceph-Teil kümmern möchte? Ganz banal reicht es im Endeffekt, wenn du erstmal einen Ceph-Cluster hast, der über die API, die Ceph zur Verfügung stellt, antwortet. Der muss ja nicht performen oder irgendwie wirklich skalierbar sein. Wir haben in der Tat Entwickler, die einfach einen Docker-Container haben, in dem ein Ceph-Cluster läuft. Der hat dann halt einen OSD, der kann nichts wirklich, den würdest du nie so produktiv nutzen, aber er verhält sich so wie ein Ceph-Cluster und reicht für die erste initiale Entwicklung schon mal aus. Später könnte man dann natürlich anfangen, mit Virtualisierung VMs aufzusetzen, aber so Referenzimplementierung oder Empfehlungen in der Richtung haben wir bisher noch nichts ausgesprochen. Aber wirklich für den ersten Start, um mal loszulegen, reicht doch einfach ein Docker. Und es gibt einen, ich weiß nicht, ob es auf Docker Hub ist, aber da gibt es einen fertigen Container, der dir einen Ceph-Cluster zur Verfügung stellt. Und der ist dann von den Anforderungen auch so, dass du ihn parallel auf deine Entwicklungsmaschine laufen lassen kannst, ohne dass er dir das Ding platt macht. Okay, noch weitere? Ja. Richtung Embedded. Mhm. Die Frage hatte ich gerade letzte Woche, ob wir auch auf ARM laufen. Die Frage war, ob wir Embedded-Plattformen unterstützen. Prinzipiell ja, weil es ist Python in der Tat. Wir haben eigentlich keine sehr systemnahen Anforderungen, außer dass wir halt eben die Toolchain brauchen. Die Frage ist halt, wie performant wäre so ein Embedded-System als Storage-Server und welchen Sinn macht es? Unser Fokus ist halt wirklich mehr so größerer Hobel, viele Platten, Storage-Management dafür. Aber rein technisch wäre mir jetzt keine Einschränkung bekannt, die einen Einsatz auf einer Embedded-Plattform oder einem ARM-System verhindern würde. Machbar wäre das. Getestet haben wir es jetzt konkret noch nicht. Aber es gibt keine Möglichkeit, an der Postgres vorbeizukommen, dass da als ja. Andere Datenbank möglich wäre. Okay. Die Frage ist, ob man irgendwie an der Postgres vorbeikommt. Es ist Django. Django bietet dir über den ORM, also diesen Object Relational Mapper, durchaus die Möglichkeit, auch andere Datenbanken anzusprechen. Es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, auch eine MySQL oder was immer Django sonst unterstützt, da einzusetzen. Dafür hat man ja eben diesen schönen Abstraktionslayer. Nur, dass wir von der Installation und wie wir es aufsetzen, momentan Postgres erwarten. Aber wenn du in der Lage bist, einen Django selber zu konfigurieren und die Tabellen irgendwie in eine MySQL oder sowas reinkriegst, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, außer dass man halt ein bisschen händisch was dran anpassen muss. Aber Django an sich bietet die Möglichkeit von Haus aus und bietet auch viele andere Nettigkeiten, um nochmal da die Kurve zu kriegen. Also zum Beispiel die Authentifizierung von Benutzern, die OpenAttic verwenden dürfen.
dann nehmen wir halt eben das in Django eingebaute Authentifizierungs- und Autorisierungssystem, was uns dann eben auch ermöglicht, zum Beispiel ein Active Directory oder ein LDAP oder was auch immer zu benutzen. Aber defaultmäßig legen wir die OpenAttic-User in der lokalen Datenbank an, weil es halt so am einfachsten geht für den ersten Schritt. Wichtig ist uns auch, und da haben wir sicher auch noch ein bisschen was zu tun, dass man mit OpenAttic sehr schnell die ersten Erfolge hat. Das heißt, Download-Installation des Paketes und das Hochfahren und damit loslegen sollte halt in einem möglichst überschaubaren Rahmen stattfinden, ohne dass man erstmal stundenlang Doku lesen muss oder in ziemlich viele Problemchen läuft, weil man erstmal an so vielen Stellen irgendwas anpassen muss. Deswegen versuchen wir da irgendwie einen Default zu finden, mit dem man loslegen kann. Für Testzwecke haben wir jetzt auch ganz neu MVM-Images. Also wir bieten die Möglichkeit, in VirtualBox oder KVM eine OpenAttic-Testinstanz hochzustarten. Ob man das produktiv einsetzen will, weiß ich nicht. Aber um mal so ein bisschen Hands-on-Gefühl zu kriegen, kann man das über den Weg dann auch machen. Okay. Gut, wenn sonst keine Fragen sind, danke ich.